Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Rise of the Ronin. Ja Leute, die letzte Folge ist wirklich sehr lange her. Genau 2 Monate, also für mich an dieser Stelle zur Aufnahme. Bei euch ein paar Tage länger wahrscheinlich. Ja, warum ich das Projekt zwischenzeitlich pausiert habe, lag einfach daran, dass das Interesse eurerseits jetzt nicht so hoch war. Aber ich habe mir von dem einen oder anderen auf meinem Kanal sagen lassen, dass ich doch trotzdem einfach bitte weitermachen soll, auch wenn der Andrang jetzt aktuell noch nicht so hoch ist. Es wird sich mit der Zeit dann irgendwie ergeben. Das ist auch irgendwie richtig, weil ich denke mal, Leute kommen vielleicht nicht zu Beginn von einem Let's Play dazu, vielleicht eventuell sogar erst, wenn es vorbei ist, um sich dann einfach alles komplett anzugucken. Also es gibt einfach unterschiedliche Arten von Zuschauern und ich möchte auch das Spiel einfach für mich abschließen. Ich hatte ja gesagt, dass ich eventuell einfach selber weiterspielen werde. Das habe ich zum Glück nicht getan. Dementsprechend sind wir einfach noch genau da, wo die letzte Aufnahme beendet worden ist. Das einzige Problem, was mir jetzt wahrscheinlich sich öfters in den Weg stellen wird, ist, dass ich absolut nicht mehr so viel weiß. Ich habe mir die letzte Folge so grob angeschaut, aber was genau jetzt in der Story alles passiert ist und genau wie das Gameplay abläuft, also welche Tasten ich für was drücken muss, weiß ich leider absolut gar nicht mehr. Das heißt, ich werde jetzt sozusagen, ja, das ist halt so typisch das Problem, was ich zum Beispiel immer habe, wenn ich länger ein Spiel nicht mehr gespielt habe, aber mittendrin bin, dass ich erstmal wieder reinkommen muss und absolut keine Ahnung habe. Und ich glaube, die ersten Folgen könnten vielleicht ein wenig tollpatschig und, ja, wie soll ich sagen, ich werde einfach nicht wissen, was ich genau machen muss oder wie ich zu kämpfen habe, weil es ja auch ein Souls-like-ähnliches Spiel ist. Könnte das sehr, 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 sehr schwer für mich werden. Aber ich hoffe, ich versuche es trotzdem bestmöglich über die Bühne zu kriegen und ich bemühe mich auf jeden Fall. Gut, das war ja unser Haus hier, wo wir zuletzt, also das, was wir zuletzt bekommen haben, da können wir drinnen speichern und so weiter und so fort. Aber das will ich jetzt nicht unbedingt machen. Banner haben wir, glaube ich, schon mal berührt gehabt. Aber schauen wir erstmal auf der Karte. Genau, wir haben jetzt hier 2 Missionen. Öffentliche Ordnung, 10. Genau, Stufe 10, okay. Oh, hier. Oder warte mal. Oder war das die Mission? Siehst du, da geht schon los, dass ich gar nicht weiß, was die Main-Missionen sind. Das waren unsere Main-Missionen. Boah, jetzt muss ich erstmal ganz kurz gucken. Schatten von Null. Ja, ja. Unslist. Okay, doch, das sind hier scheinbar unsere Missionen. Aber ich weiß halt nicht, was die Main-Mission. Leider Gottes. Vielleicht sind das auch alles hier die Main-Missionen von den unterschiedlichen Charakteren halt. Ich würde einfach sagen, wir machen Schatten von Yokohama. Finde Harris und suche nach Hinweisen, die zu deiner Zwillingsklinge führen könnten. Habe ich jetzt als aktive Mission gemacht. Standort auf der Karte prüfen. Oh, dann lass uns mal dahin laufen. Oh, warte mal. Ich mit. Ah, wir müssen 2 Aufgaben innerhalb der Quest sozusagen machen. Okay, okay, okay. Lass erstmal nach links eventuell gehen. Oh Gott. Mit der Tastensteuerung komme ich auch nicht zurecht. Weil das Ding ist, ich habe jetzt den kompletten letzten Monat wirklich tagtäglich Tokyo Extreme Racer Drift 2 gespielt. Dementsprechend bin ich halt komplett diese Steuerung jetzt gewöhnt. Könnte mich halt wirklich das eine oder andere Mal jetzt dumm anstellen, ja. So wie jetzt. Ich weiß gerade nicht, wo die Renntaste ist. Sorry, sorry, sorry. Das wollte ich jetzt nicht. Gott. Okay. Was ist denn die Renntaste? Oh, sorry. Ich hoffe, ich habe die jetzt nicht angegriffen. Oh, ja, das ist jetzt ein bisschen blöd für mich hier, dass ich zum einen nicht weiß, wie ich rauskomme. Zum anderen nicht weiß, was meine Renntaste war. Warte mal. Kann ich in den Einstellungen das nochmal sehen? Steuerung, ne? Sprinten, Standard. Auf Kreis, okay. Okay, okay. Wurfanker R2, Inter
agieren mit R1. Konterfunke, ausweichen, springen, normaler Angriff. Also Viereck und Dreieck ist ein Angriff und Kreis, ja, okay. Gegenstände, blocken ist L1. Und Sekundär, ja, das werde ich mir jetzt nicht merken können. Auf die Schnelle. Aber vielleicht kommt es ja mit der Zeit. Aber wie kommen wir jetzt hier am besten raus? Ah, okay. Einmal so. Auch wenn es nicht der Main-Weg ist. Aber wegen diesen Lichterketten, sag ich mal, kam ich jetzt nicht vorbei. Ich habe so Bock auf das Spiel in der Zwischenzeit gehabt. Ich habe auch übelst Bock auf Like a Dragon, Infinite Wealth. Aber ich habe mir gedacht, Rise of the Ronin geht ein bisschen weniger lang. Dementsprechend wäre es vielleicht sinnvoller, dass wir einfach das zuerst fertig machen. Zumal ich möchte ja unbedingt wenigstens eins dieser beiden Projekte bis Assassin's Creed, wie hieß es nochmal, Shadows rauskommt, fertig machen. Dann habe ich mir gedacht, ja, das Spiel wird auf jeden Fall etwas kürzer sein. Machen wir das erstmal fertig. Allein war die Treppe, genau. Da hatte ich ja schon immer ein bisschen Struggle gehabt. Wie schön, dass ihr mich mal besucht. Ja, gerne doch. Da bin ich auch richtig heiß drauf, ne? Auf Assassin's Creed Shadow. Das ist ja theoretisch ziemlich ähnlich zu dem hier vom Gameplay her. Weil das hatte ja auch so ein bisschen Assassin's Creed Mechaniken, sage ich mal. Mit diesem Gleitdrachen, mit dem Seil, womit man sich hochziehen kann und so weiter und so fort. Bitte, hier entlang. Okay. Es ist wie immer eine Freude, euch zu sehen. Es heißt, der Konsul verstecke sich seit dem Vorfall. Doch was seinen Aufenthaltsort angeht, könntet ihr womöglich in der edlen Residenz mehr erfahren. Dort verkehren die Mächtigen mit den Vertretern aus dem Westen. Darüber hinaus, nun, sagen wir, es gibt noch eine Möglichkeit. Ich kenne ein paar Leute im Shogunat. Wenn ihr euch dazu bereit erklären würdet, ihnen einen Gefallen zu tun, könnte ich die notwendigen Schritte einleiten. Ihr erinnert euch sicher noch an meine Worte, als ich euch um die Fotografien bat. Ich höre allerlei Dinge. Dinge, die das Shogunat interessieren. Glaubt ihr mir etwa nicht? Nun, wie dem auch sei. Ich muss euch dringend um etwas bitten. Ah, da fällt mir ein, dass es da noch einen Gefallen gibt, den ihr mir tun könnt. Ich wäre sehr erfreut, wenn ihr mir bei dieser Angelegenheit helfen würdet. Jedes Mal, wenn ich mich diesen verlassenen Häuserzeilen nähere, habe ich das Gefühl, ich werde beobachtet. Doch wenn ich mich umdrehe, ist da niemand. Aber ich weiß genau, dass mich jemand beobachtet. Aus einer dunklen und stillen Ecke. Wärt ihr so gütig, euch dort umzusehen, um herauszufinden, von wem ich beobachtet werde? Was für eine Erleichterung. Aber bitte geht kein unnötiges Risiko ein. Okay, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich weiß noch sehr gut, dass man sich für zwei Fraktionen sozusagen entscheiden konnte. Welche man mehr zutraut oder für welche man eher ist, für die sollte man auch eher die Mission machen. Ich bin mir jetzt, wie gesagt, nicht sicher, ob ich jetzt das Richtige mache, was ich vorher erwähnt hatte im Let's Play. Aber ich glaube, es war zumindest so, dass ich eher erst misstrauisch war und ihr so ein bisschen mehr vertraue, sag ich mal. Upsi. Warte mal, wo mussten wir lang? Gehen wir hier raus.
Schauen wir mal, ob das so richtig ist. Sehen wir, wenn das Licht angeht. Also ich weiß nicht warum, seitdem ich das Let's Play damals zu Like a Dragon, wie war das nochmal? Hieß es nochmal? Mir ist der Name gerade entfallen. Also das Yakuza auch zu der Shogunan-Zeit. Seitdem habe ich so Bock auf dieses mittelalterliche Japan. Also das hatte ich ja vorher schon, aber ich weiß nicht, wie. Ich bin so ein bisschen. Wie soll man das denn erklären? Ich finde jetzt die richtigen Worte dafür nicht. Also das fühlt sich einfach so ein bisschen an wie Heimat oder so. Ich weiß nicht, wie ich das genau erklären soll. Es fühlt sich einfach super toll an, hier zu sein. In dieser Zeit. Genauso wie mit Rise of Ronin hatte ich auch super viel Spaß. Rise of the Ronin. Jetzt laber ich da. Ghost of Tsushima. Und, ach ja, Ghost of Tsushima. Ich habe leider immer noch nicht Iki Island durchgespielt. Ich weiß nicht warum, ich schaff's einfach nicht. Aber gut, ich habe auch wenig Zeit aktuell, deswegen. Ich würde mir sehr gerne wünschen, dass ich mindestens, sag ich mal, von einem Projekt zwei Folgen am Tag hochlade oder von zwei ähnlichen Projekten, also sag ich mal, Yakuza und Ronin, am gleichen Tag und dann am nächsten Tag kommen ja die Rennspiele, also in dem Fall jetzt Tokyo Extreme Racer Drift 2 und danach soll ja Underground 2 folgen. Das würde ich gerne alles gleichzeitig machen, aber ich habe leider wirklich nicht die Zeit dafür, so gerne ich es auch machen würde. Ja, geht's leider nicht. Aber, was wollte ich gerade sagen? Achso, Ghost of Tsushima. Es soll ja das Gerücht sein, also diese Folge jetzt nehme ich am 28.05. auf, vielleicht ist inzwischen eine Info rausgekommen, aber eigentlich soll in den nächsten 3 Tagen eventuell noch eine Play of State oder PlayStation Showcase stattfinden, wo höchstwahrscheinlich, laut den ganzen Gerüchten, Ghost of Tsushima 2 eventuell angeteased oder angekündigt wird. Ich hoffe, es ist der Fall. Ich habe da so Bock drauf. Ihr glaubt gar nicht, wie hyped ich drauf bin. Also wirklich, die nächsten 1-2 Jahre oder generell, sage ich mal, sieht es sehr rosig aus, was so japanische Setting-Spiele angeht. Das lässt mich richtig glücklich werden, ehrlicherweise. Ich habe da so Bock auf diese Spiele. Auch wenn, sage ich mal, die Zuschauerschaft auf meinem Kanal jetzt nicht so krass auf diese Spiele fixiert ist. Es ist ja wie schon oft gesagt und auch wie zum Ende der letzten Folge, wo ich euch gesagt habe, warum ich eventuell pausiere, einfach so meinen Kanal auf solche Spiele eigentlich ausgelegt habe, weil mir die am meisten Spaß machen. Vielleicht haben es auch die meisten gemerkt, die meinen Tomb Raider Let's Play gesehen haben. Ich hatte da am Anfang sehr, sehr, sehr viel Spaß dran und ich habe auch gesagt, ich werde einfach alle 3 Teile durchspielen. Habe ich auch hinterher ehrlicherweise ein bisschen bereut, weil es waren wirklich, es war mit die härteste Let's Play Zeit in meinem Leben. Ich habe wirklich für teilweise einige Folgen 3, 4, 5 Stunden gebraucht. Alter! Ja, jetzt muss ich hier erstmal zurechtkommen. Ja, das hat wenigstens einigermaßen geklappt. Oh nein, der hat ein Schwert, was mich vergiftet. Oh, da ist noch einer, ne? Oh nein, ich konnte keinen Heiltrank nehmen gerade. Oh, kacke, ey. Oh Mann, das geht ja schon sehr gut los hier. Und ich habe auch, glaube ich, keinen Banner aktiviert, ne? So. Wo starten wir jetzt? Nein, bei ihr. Okay, ja. Das ist jetzt. Wow, was habe ich jetzt gemacht? Das ist halt der Nachteil daran, wenn man ein Spiel, zumindest bei einem Souls-like-Spiel, länger nicht gespielt hat. Und dann versucht einfach mittendrin irgendwie eine Mission zu machen. Und man eigentlich keine Souls-like-Spiele spielen kann, wenn man einfach nicht den Skill dafür hat. Aber ja, okay. So, jetzt mein Problem. Ich weiß nicht, wie ich wieder runterkomme. Ich bin hier vorhin glücklicherweise irgendwie runtergekommen. Ich möchte mir nicht zu viel Leben abziehen selber. Und ich habe auch nur 4 Heilperlen, sage ich mal. Kacke. Wo sind die scheiß Treppen gewesen? Immer verlaufe ich mich hier. Der Arme lebt als sein Leben hier. Ich muss auf jeden Fall gleich mal Ausschau halten nach einem Banner dort.
damit ich nicht so weit laufen muss. Ach, jetzt weiß ich aber auch nicht, wo ich zuletzt stehen geblieben bin. Irgendwas bezüglich meines Kanals, welche Spiele ich eigentlich spielen will. Ach, Kacke. Und jetzt kein Banner hier. Aber hier können wir doch... Ne, es ist kein Leuchtfeuer, was man eröffnen kann. Schade, leider. Okay. Das Geile ist, warum ich auch so richtig Bock auf dieses Spiel hier habe, diese Hintergrundmusik, die ihr jetzt hier hört, ich bin mal kurz still. Na gut, ist jetzt vielleicht die falsche Stelle, aber für die Leute, die Silk Road Online kennen von euch, oder kannten, es gibt mir so ein bisschen die Vibes von der Stadtmusik und so von Grasslands. Also, falls ihr das Spiel kennt, dann sagt euch das wahrscheinlich was. Es ist einfach, das ist meine Kindheit gewesen. Da habe ich so viel Zeit drin damals verschlungen. Silk Road Online. Und das ist ja auch so Asien inspiriert. Das, sag ich mal, MMORPG. MMORPG sogar, ich weiß es gar nicht. Da hatte ich so viel Spaß mit. Habe so viel Zeit damals verbracht. Warte mal, konnte man hier nicht sterben? Oder habe ich jetzt hier gespeichert? Ich glaube schon, ne? Das heißt, wenn ich sterbe, werde ich hier aufstehen. Ach, wir müssen die sogar... Spazierst sorglos durch die Gegend. Wie schnell du Kurosu doch vergessen hast. Mach dich bereit zu sterben, Verräter! Oh Gott! Ich weiß halt nicht mehr, wie man die ganzen Kombos ausführt, ne? Das ist halt wirklich super schlecht für mich. Wenn wir den wenigstens schnell fertig machen, dann haben wir wenigstens einen schon mal. Jawoll. Jawoll. Na endlich. Das hat ja jetzt mal gut geklappt, ausnahmsweise. Wir sind noch nicht fertig. Ach, als Maul. Oh. Die nächsten, hier gibt es keine mehr scheinbar. Okay. Da seid ihr ja. Ich habe euch überall gesucht. Es ist etwas Furchtbares passiert. Ein Mann, ich glaube ein Ninja. Er tauchte wie aus dem Nichts mit einer Nachricht auf. Wir halten Taka im Bentenschrein fest. Wenn ihr sie unverletzt zurück wollt, muss der Verräter allein herkommen. Und von anderen im Freudenviertel hörte ich, dass Taka euch wegen etwas um Rat gefragt hatte. Ich flehe euch an, wenn ihr irgendetwas wisst, dann rettet Taka. Taka war, glaube ich, unser Kumpel, ne? Der mit dem schwarzen langen Zopf oder mit den schwarzen langen Haaren. Ich glaube, das war der. Ich hoffe, dass ich nicht falsch liege, aber es müsste so gewesen sein. Okay. Sieht alles so geil aus, Mann. Ich kann es einfach nicht oft genug sagen. Ich habe das ehrlich richtig vermisst, hier zu sein. Dumm das auch klingt. Es ist wirklich so. Ich weiß nicht, warum ich aufgehört habe. Absolut nicht. Klar, hatte ich das ja begründet, warum. Ja. Eine Kissi. Süße Kleine. Ah, hier war auch noch was. Oh, das habe ich schon aufgesammelt, den Strauch. Okay, ah. Okay, da drüben. Wahrzeichen. Aber das müssen wir jetzt natürlich uns auch freikämpfen. Ja, ganz toll. Ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwo hier noch einen Speicherstand finde. Banner. Boah, das ist normales, das ist nur eine Flagge. Warte mal, ich glaube, hier konnte man nicht speichern, ne? Menü direkt. Immer noch diese Schwertpaar. Nicht tödlich. What?
Aber das war das Stärkste, ne? Tödlich. Glaube ich, nehme dann doch lieber die hier. Auch wenn die von den Main Stats oder von Angriff weniger Punkte machen, sind die dafür tödlich. Ja, ich glaube. Ich glaube, das ist. Hä? Die richtige Entscheidung. Achso, Spezialeffekt. Erhöht zunehmend den Schaden von durchgehenden Angriffen. Achso, ja, klar, der erklärt mir das noch. Ja, ja, ja. So, zurück. Also waren die Kampfstile. Gott. R1. R1 kann man Spezialdinger machen. Hey. Wissen. Ah, warte, ich wollte gucken wegen Speichern. Mein Gott. Stärkepunkt. Oh, ich habe genug Fertigkeitspunkte für die nächsten. Ich gerade. Erhöht die Anzahl an auffüllenden medizinischen Pillen, wenn automatisch auffüllen aktiv ist. Nehme ich jetzt einfach mal. Ah, ich brauche dafür 2 Stärkepunkte. Okay. Leider nicht genug. Stelle stark stärkende Gegenstände her. Erhöht dir das Herstellen von Pfeilspitzenöl und Giften. Gegenstände können auf deinen Pfeil angewendet werden, die du mit deinem Bogen und Gegnern schießt. Ja, okay. Okay, ich habe nicht genug Intelligenzpunkte gerade dafür. Oder die ja, Intelligenz, wie auch immer, Punkte. Ja, Kampfstile, bla bla bla. Oh, Speicher doch geht. Okay, dann mache ich das jetzt mal. Ich habe nämlich innerhalb des Let's Plays von Tomb Raider gelernt, dass man so gut wie möglich oder so häufig wie möglich speichern sollte. Du hast unseren Kodex gebrochen, Verräter! Dafür wirst du nun bitter bezahlen! Bitter bezahlen! Holla! Aber zum Glück hat es den richtigen Moment. Ausgewählt, dass ich Leben auffülle. Ich bin so schlecht, ne? Das ist unfucking fassbar, ey. Ich weiß auch nicht warum, ich habe gerade irgendwie so eine Hemblock. Stelle, dass ich nicht so schnell angreifen kann. Ich weiß nicht warum. Endlich. Komm. Lachhaft. Na, komm schon. Komm, mach ihn fertig. Ist immer noch nicht tot. Nein. Komm. Hey, komm, auffüllen, auffüllen. Ja, gerade noch so geschafft. Nee, doch nicht. Jetzt. Los, mach sie kalt oder eben. Ich weiß nicht, ob sie warm ist oder nicht. Ich bin. Boah, ich hatte gerade. Na komm schon. Da glaube ich einfach die falsche Waffe gegen mich, ne? Ich habe keine Ausdauer gerade. Oh nein, oh nein. Ey, ich kann nichts machen. Das war das, was mich an dem Spiel halt wirklich so ein bisschen gestört hat. Kein Wunder. Oh Mann, Alter. Zwei im Einklang ist eine einzelne Zwillingsklinge machtlos. Ist richtig. Da hast du recht, gute Dame. Ja, mal gucken, ob wir jetzt hier rauskommen, wo wir gespeichert hatten. Nö. Dann lade ich kurz mal.
an der Stelle einfach. Nein. Ich wollte eigentlich laden. Kann ich nicht da? Naja. Da halt nochmal hin. Wahrscheinlich ist das eher speichern, falls ich das Spiel beende und dann wieder dahin kommen will. Na gut. Gehen wir halt den Weg hier. Den offiziellen Eingang nehmen wir diesmal. So. Wie wechsle ich nochmal meine Waffen? Wo waren das nochmal? Steuerung. Sekundärwaffe ziehen. L2. Ich muss kurz antippen. Ne? Nee. Ich will meine ganzen Sterne jetzt nicht verballern. Mann, wie ging das nochmal? Ich bin so überfordert. Nee. Sekundärwaffe verwenden. Ist nicht. 2. Was anderes machen. Auch nicht. R1 und nach oben. Eine Kacke, ey. Ich hoffe, dass ich mit den Waffen hier besser zurechtkomme. Alter. Oh Gott. Nein! Füll dein Leben auf, Mann! Ja, toll. Was, wenn ich da in die Enge getrieben werde? Okay, wir sehen uns gleich, wenn ich wieder da bin. Okay, ich habe jetzt versucht, hier nochmal zu speichern, in der Hoffnung, dass es jetzt klappt. Aber scheinbar der Speicherstand, den ich da eben gerade hatte, der war auch tatsächlich... wie soll ich sagen? Für den Spot, wo wir als da hinten gespawnt sind. Verräter. Dafür wirst du bitter bezahlen. Nicht schlimm. Oh Gott. Okay, das war nicht ohne. Ich muss mein Key aufladen, aber wie ging das nochmal? Okay, ich will einfach mich nicht so viel bewegen, dann geht das schon. Und wenn ich gut blocke, war das glaube ich auch so. Hey! Es wird ein bisschen dauern, bis ich das hinkriege, ey. Komm, mach! Ich hab einfach keine Reingehen. Komm, lass uns wenigstens hier fertig machen. Ich
Können wir jetzt mal bitte? Nein! Hüll dich auf, komm! Das ist zwar das Letzte. Ja, vielleicht schaffe ich es jetzt. Ich bin natürlich auch richtig dumm in die Enge getrieben worden. Schon wieder. Du hast Sayuri getötet! Na, das hat doch heute geklappt. Endlich mal. Na, jetzt macht er mich fertig. Ja, ich kann nicht blocken. Und ich kann auch nicht ausweichen, so richtig. Komm, mach ihn doch jetzt kalt. Bevor er mich gleich kalt macht. Nein! Nein! Ist jetzt richtig? Ja, toll, Alter. Da ging gar nichts. Ah, wir sehen uns gleich wieder. So. Mal gucken, ob es diesmal klappt. Versuch die erstmal mit dem Gewehr möglichst zu knocken, aber ich bin halt kein guter Controller-Spieler, was sowas angeht, ey. Bitter bezahlen! Ich auch einen anderen Kampfstil ausgewählt. Das ist zwar ein bisschen schneller. Vielleicht gar nicht so viel Schaden, ehrlicherweise. Aber sieht flüssiger aus. Na, wie blöd ist jetzt hier an so einem blöden Treppengeländer. Macht das nichts. Die macht das auch nicht. Na! Das war nicht gut. Ich sollte, wenn ich mal dazu komme. Macht halt echt nicht viel Schaden, aber ich weiß halt nicht, ob dieses Symbol, was da jetzt steht, mir damit sagen will, dass ich den Kampf, den ich jetzt hier ausgewählt habe, nicht effektiv gegen sie nutzen kann. Ich weiß es nicht mehr so genau, was mir das Symbol sagen will, mit den zwei roten Pfeilen nach oben. Aber jetzt sieht es ganz gut aus, oder? Dass sie geschwächt ist gegen diesen Kampfstil. Das kann natürlich auch sein! Ja, wenigstens ein. Du hast Sayuri getötet! Komm! So, hier geht's heiß her, Alter. Wir haben noch zwei Heilungsperlen. Das ist gut. Ja, jetzt habe ich sein Recht. Ach, ich bin zufrieden. Nein. Ah, bringt mir aber nichts, wenn ich ihn trotzdem nicht fertig krieg, ey. Ah, komm schon. Ah, der macht mich jetzt wieder kalt, Alter. Das ist doch echt nervig. Wenn man keine Ahnung von solchen Spielen hat. Aber sie unbedingt spielen. Oh, jetzt blockt er auch noch alles von mir, ey. Ja, der macht mich jetzt wieder raus und zu Hackfleisch. Ja, ich kann einfach auch nichts machen. Er ist aber auch gleich down. Ja, aber ein Ding und ich bin tot. Allein, niemand wird nicht trauern. Oh mein Gott. Ja, ich versuch's halt nochmal. Okay, hier sind wir wieder. Was mir gerade noch eingefallen ist, wir hatten ja eben gerade, wo wir andere Team da fertig gemacht hatten, hatten wir ja noch Attribute-Punkte bekommen. Oder Fertigkeitspunkte in dem Fall. Vielleicht können wir die hier einsetzen. Können wir sogar.
schnelle kritische Treffer ermöglicht es dir, eine Woge von kritischen Treffern gegen mehrere Gegner, die keinen Key mehr haben, zu entfesseln. Nehme ich jetzt einfach. Kostet ja nur einen Punkt. Dafür brauche ich 2 Stärkepunkte. Okay. Blitzangriff. Drücke nach einem Treffer, um deine Primärwaffe zu wechseln und einen schnellen Folgeangriff zu machen. Ja, eher weniger. Verbesserte heftiger Sturm. Jack erhöht den Schaden von heftigen Sturmschaden. 12%. Stufe 2. Hier muss ich mir merken, Viereck und links oder rechts. Key Regeneration. Dann lasse ich erstmal. Ich will jetzt nicht alles hier raushauen. Haben wir schon? Auffüllen, medizinische Pille. Ah, dafür brauche ich aber Stärke. Okay. Was haben wir hier noch? Das haben wir schon. Auch Stärkepunkte. Verbrauch, Verteidigung, verringert die Kiefer. Oh. Übergehende Fertigkeit benötigt. Achso, ja, erlernen, ja klar. Mach ich aber. Kein Problem. Redekunst, einschüchtern. Jetzt, achso, ja, okay. Erhalt von Waffengeschick. Erhöht das Waffengeschick, das du erhalten kannst. Ah, ich muss erstmal oben alles fertig machen. Na toll. Ja, okay. Dafür habe ich jetzt nicht mehr genug Punkte. Und Ausrüsten. Mal kurz gucken. Gegenstände. Das sind ja die Pillen, die ich benutze. Taschenuhr. Lass mal die Uhr wegmachen. Wir haben ja hier noch Heilelixier. Verwenden, um Gesundheit und verbrauchtes Ki wiederherzustellen. Nehmen wir noch mit rein. Und dann noch hier die Kamera machen wir einfach mal weg. Dann haben wir hier Ausdauerwirkstoff, Kraftwirkstoff verwenden, um vorübergehend mehr Schaden zu verursachen. Erlerne Hersteller. Okay. Haben wir hier noch Super Ki. Antiki. Feuerwitz. Nimm einfach mal das jetzt hier. Vielleicht bringt uns das ja jetzt was. So, lassen wir nochmal kurz. Okay, ist schon alles gewechselt. Sehr gut. Ich kümmere mich erstmal um die hier. Schade. Ich bin halt, wie gesagt, nicht gut im Zielen. Bitter bezahlt. Komm, das muss jetzt was werden, Alter. Na komm. Oh, ich konnte nicht ausweichen. Weil er mich gelähmt. Oder wie versteinert sogar. Na, das sieht schon besser aus hier alles. Ja. Oh nein. Komm, mach. Gerade noch einen wichtigen Moment. Shit. Na, geht doch. Bastard, du hast Sayuri getötet. Ja, hab ich auch. Und jetzt? Was willst du machen? Ja, genau. Mach ruhig. Ja, komm, mach doch. Ja, toll. Ja, das sieht doch schon deutlich besser aus alles hier. Na, ich war gerade über meiner Key-Anzeige. Ah,
habe ich gerade nicht geblockt. Jawoll. Na endlich. Waffengeschick. Boot. Ach, keine Ahnung, wo das jetzt ist. Egal. Schlüssel erhalten. Da sollen wir jetzt wahrscheinlich rein, ha? Hä? Oh, ich habe das Schwert weggeschleudert. Ah, das hätte ich vielleicht mal... Okay, ich wusste es nicht. Hätte ich benutzen können, um gegen die zu kämpfen. Ja, sieht man halt immer erst später, ne? Ich speichere mal kurz hier an dieser Stelle. Einfach nur, damit wir das hier gemacht haben. Wenden wollte ich jetzt nicht. Mal hier reingehen. Wir haben ja jetzt den Schlüssel dafür. Erstmal was zu plündern, bevor ich mich um sie kümmere. Oh Mann, da war eine Truhe. Oh, ich freue mich ausgesprochen, euch zu sehen. Auch wenn ihr gerade eher recht unglücklich wirkt. Du wurdest meinetwegen entführt. Der Täter kommt meinem Heim. Dann mach einfach mal das. Hm. Nun, zumindest seid ihr ehrlich. Wie ich bereits vermutet hatte, es war dein ehemaliger Clan, der mich entführt hat. Nun, ich denke, das wird sich schon einrichten lassen. Aber nur, wenn ihr mir ein Wiedersehen versprecht. Keine Sorge, ich nehme es euch nicht übel. Ganz im Gegenteil, ich bin froh, dass ihr mich gerettet habt. Also, wirklich etwa verärgert? Vielleicht solltet ihr etwas näher kommen. Oh, jetzt wird's romantisch, oder was? War nur Spaß. Aber ich bin wirklich dankbar. Als ich euch auf einmal sah, ich dachte, ich träume. Aber natürlich seid ihr gekommen. Wie hättet ihr auch etwas anderes tun können? Wir haben beide gewisse Menschen, die uns einfach nicht loslassen, egal was wir tun. Oh, verzeiht. Ich plappere nur vor mich hin. Ich sollte schnell zu Kichi gehen. Sie ist bestimmt besorgt. Sagt, auf eurem stattlichen Ross wäre ich doch im Handumdrehen bei ihr. Dürfte ich vielleicht aufsteigen und meine Arme von hinten um euch legen? Will die uns hier anmachen oder ist das nur eine Falle? Beide aber. Na komm, machen wir natürlich. Wollen wir mal gucken, was da rauskommt. Wie zuvorkommend von euch. Aber die Antwort kam doch ein kleines bisschen zu schnell. Hä? Ich bin einfach nur nett. Weißt du nicht, dass ich dich besteigen will? Ah ja, soll so denken. Viertes. Ist Marinekappe, erstklassiger Whisky. Mehr gibt's hier. Können mal gefunden werden. Die. Finden sie sehr nützlich. Okay. Wie auch immer die Erfinder Igashi sind. So, wie steckt man nochmal auf? FR1. Komm, Holdemite. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen, dass ihr mich gerettet habt. Vielen Dank. Hier ist ein Banner gewesen. Echt jetzt? Warte mal. Steige ich nochmal ab. Steig mal nochmal vom Pferd ab. Hä? Ich bin's gerade nicht. Muss ich nochmal kurz gucken, ey. Das ist so krass, dass ich einfach nichts mehr weiß. Aber gut. Wenn man viel oft andere Spiele nebenbei noch spielt, dann kommt das halt davon, ne? Weiß ja, ist mir klar. Aber wie? Wo ist denn die Pferdsteuerung jetzt hier? Ach komm, vergiss es. Wir müssen jetzt so hin. Wir reiten jetzt einfach dahin, wo sie hin wollte. Da ich euch etwas besser kenne, fühle ich mich verpflichtet, etwas über mich preiszugeben. Der Wind ist wirklich angenehm. In eurer Gegenwart habe ich das Gefühl, ehrlich sein zu können.
Wie schade. Wir sind fast da. Besteht Hoffnung, dass ihr ebenso empfindet? Ich wünschte, dass wir einfach weiterreiten könnten. Nur wir beide. Irgendwohin. Ganz weit weg. Das wäre schön. Schauen wir mal, was sie zu sagen hat. Oh, Taka. Ein Glück. Bist du verletzt? Nein, Kichi. Mir geht es gut. Ich wollte dir keine Sorgen bereiten. Und ihr? Danke, dass ihr Taka gerettet habt. Ich wusste, ich kann mich auf euch verlassen. Ach, Taka, ich habe es fast vergessen. Der Gast, auf den du gewartet hast, ist eingetroffen. Ah, sehr gut. Vielen Dank, Kichi. Nun, lasst mich euch vorstellen. Als Dank dafür, dass ihr kamt, um mich zu retten, möchte ich euch im Gegenzug eines meiner Geheimnisse enthüllen. Natürlich nehmen wir das Aber an. Aber ist die Katze erstmal aus dem Sack, kriegen wir sie nicht wieder hinein. Ich warte in meinem Zimmer. Kommt doch später mal vorbei. Ah, toll. Ich dachte, sie sagt jetzt was dazu. Aber okay. Gut, Leute, dann würde ich sagen, war es das erstmal für diese Folge, für den Wiedereinstieg. Falls es euch trotzdem gefallen hat und ihr Spaß hattet und wissen wollt, wie es weitergeht, dann würde ich mich sehr gerne über ein Like, ein Abo und einen Kommentar freuen und würde mich noch mehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge einschaltet. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!